Also, wir sind, hallo, wer bist du eigentlich? Gar nicht. Denise? Ach, Denise. Und was machst du hier? Jetzt gerade ein bisschen doof dastehen. Wir müssen es. Denise, bleib hier, komm, bleib hier. Wir sind live drauf. Wir sind live drauf. Bei Sofa und. So, da kannst du mir nicht das Mikro wegnehmen. Was heißt das denn eigentlich? Wir sind ein neuer Interview-Podcast. Wer ist wir? Ja, du und ich. Ach so. Ah ja, Produktionsteam. Und was produzieren wir hier? Tolle Interviews mit aktuellen Gästen, die in Kiel stationieren. Und kannst du mir mal eine Frage stellen? Ja. Bist du glücklich heute? Ich bin super, super happy, denn wir haben eine tolle Gast. Und zwar ist das ein echter Pirat. Ein Pirat. Ein Politiker. Und wir wollen ihn einfach mal befragen, was er so verdient. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, warum er sich das Thema Internet auf die Fahne geschrieben hat oder wie er das auslegt. Ah ja, spannend. Ja, das mal frage ich ihn sicherlich und wir sind auch mit anderen Gästen immer mal wieder online und moderieren abwechselnd. Und warum heißt das Sofa und Soda zum Schluss nochmal? Weil wir ja ein richtig schönes, wunderschönes, abgeranztes Sofa haben und natürlich immer Soda dabei. Und abgeranzte Moderatoren. Ja. Gott sei Dank sind die Gäste nett und ich freue mich auf Torge Schmidt. Jetzt geht's los. Torge Schmidt, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr. Wir wollen heute starten, wie immer, mit schnellen Fragen. Die sind nicht immer ganz ernst gemeint und mit der Bitte um eine schnelle, kreative Antwort. Wie geht es heute eigentlich deinen Idealen? Denen geht's noch ganz gut. Nur nicht gelitten? Nein. Wie ich gelesen habe, bist du auch so ein voll krasser Naturtyp. Ja, ab und zu, also total krass nicht. Was machst du in der Natur? Meistens spazieren gehen. Meine Mutter ist Biologin, von daher. Mein Bruder auch. Und da habe ich schon ein bisschen einen familiären Umgang mit Biologie und Natur. Wieso seid ihr Piraten eigentlich zum Teufel nochmal gegen Internetöffnungszeiten? Das ist absolut schwachsinnig, weil wenn es in Deutschland 10 Uhr ist, ist es in Amerika irgendwie 4 Uhr morgens und da bringen Öffnungszeiten einfach gar nichts. Was ist eigentlich schlimmer, Fraktionszwang oder Shitstorm? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist der Fraktionszwang. Shitstorm kann man relativ temporär überstehen. Fraktionszwang ist ja dann eher eine dauerhafte Sache. Okay, vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück. Warum hast du eigentlich total unsozial früher deine Mitschüler bei den Mathehausaufgaben nie abschreiben lassen? Weil ich es eigentlich eher besser finde, wenn Menschen selbst denken. Also ich habe sie eher animiert, selbst zu denken, als dass sie einfach abschreiben. Das hilft ihnen nicht weiter. Waren die dann sauer auf dich? Ja, teilweise schon. Was verdienst du eigentlich jetzt im Landtag? Recht viel Geld. Das sind 10.360 Euro brutto und eine Zulage von 1.500 Euro für Altersvorsorge. Halleluja. Das steht im Abgeordnetengesetz so. Wie guckt Torge Schmidt, wenn er eine Woche lang keinen Computer und kein Internet hatte? Oh, sehr entspannt. Das ist dann Urlaub meistens. Guck mal in die Kamera, so wie du da guckst. Ich kann das, glaube ich, nicht imitieren. Also das ist eher Entspannung. Okay, gut. Stimmt das wahnsinnige Gerücht, dass Wolfgang Kubicki, dein geschätzter Kollege und Freund, dir diesen Sommer das Segeln beigebracht hat? Das stimmt nicht. Ah ja. Okay. Gibt es ein Gerücht? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann waren die schnelle Runde. Wie geht's dir? Wie war die Woche bisher? Ja, die Woche war eigentlich relativ entspannt. Natürlich schön stressig, viel zu tun, viel im Büro gehabt, letzten Einstellungsgespräche gehabt. Von daher, es geht langsam voran. Wie ist das eigentlich, wenn man, ihr seid im Schleswig-Holstein im Landtag jetzt vertreten, das erste Mal ins Landeshaus, erster Arbeitstag, du gehst durch die große Tür. Wie hast du dich da gefühlt? Ich kannte das Landeshaus ja schon vorher. Von daher, also die Räumlichkeiten waren jetzt nicht komplett neu für mich. Das ist natürlich schon irgendwie ein anderes Gefühl, wenn man da jetzt frisch einzieht. Vor allem, weil das auch irgendwie auch die Presse dann auf einmal ganz doll interessiert, wenn man da reinkommt. Und das war nicht viel Neues dabei. Aber es war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich bin jetzt im Landeshaus, sondern eher so, oh, ich habe jetzt einen neuen Job. Das ist eher die Situation, die da spannend war, als dass die Räumlichkeiten. Und was überwiegt da, wenn man jetzt da so reingeht? Eher so die Vorfreude oder auch so ein bisschen Bammel? Eieiei, hoffentlich
kriege ich das alles auf die Reihe? Also damals war da sehr, sehr viel Ehrfurcht dabei. Also sich auf die Situation einzustellen, mein Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Jetzt wird's ernst. Ist schon natürlich eine Situation, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ihr seid ja 6 Piraten im Landtag und du hast die Funktion des parlamentarischen Geschäftsführers. Was zum Teufel ist das? Was macht der parlamentarische Geschäftsführer? Im Prinzip, wie der Name schon sagt, Geschäftsführer und parlamentarisch. Also ich bin eigentlich auf der politischen Seite Verantwortung für die Fraktion, also für Mitarbeiter, Budgetverantwortung und dann die ganzen parlamentarischen Abläufe. Also ich bin derjenige, der halt einfach die Verantwortung dafür hat. Also schon der Chef? In gewissermaßen schon, ja. Also es gibt ja einen Fraktionsvorstand, der besteht aus Fraktionsvorsitzenden und dem parlamentarischen Geschäftsführer. Der Fraktionsvorsitzende ist mehr so der repräsentative Charakter und ist halt das politische Aushängeschild in Anführungsstrichen. So wie es in klassischen Parteien ist, bei uns ist es nicht ganz so schlimm, und halt den parlamentarischen Geschäftsführer, der eigentlich die ganzen organisatorischen nach innen hinein wirkt. Das heißt, wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir aus? Unterschiedlich. Das ist, kann man nicht so, gibt keinen typischen Arbeitstag. Da ist natürlich extrem viel Lesen dabei, wenn du halt täglich irgendwie 10 Drucksachen auf den Tisch oder 20 Drucksachen auf den Tisch kriegst und dann halt die ganzen Presseberichte. Du musst halt irgendwie auch aktuell auf dem Stand der Dinge sein, musst locker mal 1 bis 2 Stunden halt einfach dabei, nur mit den Drucksachen, mit deiner Post und den Presseberichten, um dich halt einfach up to date zu halten. Das sind schon 2 Stunden ungefähr. Was macht am meisten Spaß am Arbeitstag? Mittagessen gehen? Ja, das macht schon, oder? Macht auch Spaß, weil das mal so ein bisschen Freizeit ist. Ich glaube, das ist eigentlich eher so die Flexibilität. Das ist eigentlich eher so die Kollegialität innerhalb der Fraktion mit den Leuten zusammen machen und auch einfach viel Neues erleben. Also auch die ganzen Veranstaltungen, wo ich da bin, einige sind ziemlich langweilig und trocken, aber auch irgendwie auch die Situationen kennenlernen oder auch irgendwie mal so neue Leute kennenlernen, Erfahrungen. Man lernt unglaublich viel Neues kennen, das ist sehr interessant. Schon gesagt, trocken. Was nervt sonst noch? Oh, was nervt noch? Ich bin unglaublich schlechter Redenschreiber und ich einfach überlege, was sage ich jetzt in der Plenarsitzung und oh mein Gott, was mache ich, bastel ich mir jetzt zusammen? Es ist halt immer ein bisschen, das ist immer so ein Krampf für mich. Das nervt schon ein bisschen und es sind natürlich extrem lange Arbeitszeiten. Und die anderen Parteien, die vielleicht auf euch runtergucken, das muss doch auch tierisch nerven, wenn immer dann hämisch getuschelt wird oder ich meine... Und das ist gar nicht mal so schlimm. Also es ist halt Politik, da muss man sich einfach drüber stehen. Also, oh Gott, wenn Herrn Kubicki halt irgendwas in der Presse über uns sagt, dann sagt er das. Ist halt so. Wie muss eigentlich so ein Pirat sein? Also damals, als es losging, sind ja die Mitgliederzahlen explodiert, weil sie dachten, da kommt man jetzt schnell nach oben irgendwie. Aber wie muss so ein Pirat sein, damit der irgendwie in der Partei aufgehen kann und da irgendwie mitgestalten kann? Wie ist so ein klassischer Pirat? Ich glaube, es gibt keinen klassischen Piraten. Es ist schwierig zu sagen. Wir stehen halt sehr, sehr stark für Individualisten, also einen individuellen Weg, und sind sehr unterschiedliche Charaktere. Wenn man zum Beispiel die Leute in Berlin in der Fraktion vergleicht mit denen in Schleswig-Holstein, das sind total unterschiedliche Typen. Wieso seid ihr anders? Wir sind halt einfach so der typisch Norddeutsche, eher ruhiger und auch teilweise auch ältere Leute dabei. Wenn Berlin hast du eigentlich eher diese jungen, eher Berliner Mentalität, also mehr aufgeregter, hätte ich jetzt fast gesagt. Und wir sind halt eher so die ruhige Fraktion, die sind etwas Norddeutsche. Und da gibt es halt unterschiedliche Sachen. Und das hat sich halt ganz früher so in den Anfangsjahren, war es halt sehr technisch das Ganze, waren halt ziemlich viele ITler dabei. Das hat sich immer wieder Jahre hinweg sehr stark geändert. Und von daher ist halt so eine gewisse Mischung jetzt mittlerweile dabei. Also das kannst du mir sagen, typischer Pirat. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal sagen, Piraten, was wollt ihr eigentlich? Was sind eure Grundsätze? Wo soll die Lokomotive hinfahren? Ich glaube, die Grundsätze basiert sich sehr stark auf die neue Informationsgesellschaft. Also es ist eigentlich die Grundidee, halt durchs Internet sind Informationen halt überall weltweit verfügbar. Und es gibt halt diesen wunderschönen Spruch, Wissen ist Macht. Und wenn Wissen weltweit überall verfügbar ist, dann verändert das Machtgefüge. Und auch Leute, die jetzt besser informiert sind, haben durch ein anderes Bedürfnis halt irgendwie an demokratischer Teilhabe oder auch nach Informationen. Die wollen halt immer Informationen vorhanden sein. Und von daher ist halt auch wichtig, dass halt Dinge wie Informationsfreiheit und Transparenz zum Beispiel gestärkt werden. Und dann hat natürlich auch die demokratische Mitbestimmung. Gerade so neue Technologien ermöglichen, auch das Internet gerade ermöglicht einfach einen ganz anderen Partizipationsprozess der breiten Masse. Und das sind einfach ganz neue Entwicklungen in der Politik. Und das sind so die Grundideen der Piraten gewesen. Das heißt, ihr sagt, jeder Mensch darf das Internet nutzen und darf seine Meinung kundtun, solange sie irgendwie im Grundgesetz verankert ist. Und sie posten sozusagen und das muss völlig okay sein.
Natürlich stehen wir für Meinungsfreiheit und ich meine, es gibt, das ja angesprochen, die Schranken im Grundgesetz. Zum Beispiel ja, die ganzen Sachen mit dem Nazitum damals ist sehr bewusst gestützt, auch wenn es natürlich die Meinungsfreiheitskämpfer in den USA das ganz anders sehen zum Beispiel. Aber ja, das ist natürlich so. Also Meinungsfreiheit ist uns sehr wichtig. Aber Meinungsfreiheit bedeutet auch nicht unbedingt, dass jetzt irgendwie alle Meinungen jetzt gleich gut sind. Also man muss, wenn man seine Meinung äußert, auch irgendwie mit Kritik umgehen können. Okay, also Meinungsäußerung auf jeden Fall. Jetzt haben wir die Rubrik bei Sofa und Soda, genau, das Soda hier, Prost. Ja, die Rubrik Zeitung, Kieler Nachrichten, ein aktuelles Thema, Stichwort Meinungsfreiheit. Okay, wir haben jetzt das Mohammed-Video aus den USA. Irgendjemand produziert seine Meinung, geäußert, vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint, das Video stellt es ins Netz, muss ja erstmal völlig okay sein. Die Reichweite ist ja nicht überblickbar. Wie geht ihr damit um? Also ich kann ja auch was reinstellen und sagen, ich finde den Buddhismus persönlich nicht toll und plötzlich hat das Auswirkungen, die ich überhaupt nicht überblicken kann. Wie geht ihr damit um? Naja, ich meine, jeder muss irgendwie auch für seine Meinung stehen und auch irgendwie auch dafür halt gerade stehen. Also ja, ich meine, die Aussagen, die da getroffen sind, wurden, sind einfach selten dämlich. Und die Konsequenzen, die das haben, sind natürlich fatal. Und ich glaube auch gar nicht, dass diese Meinungsäußerung an sich das Problem in den arabischen Ländern sind. Das ist ein schwelender Konflikt. Ich glaube, das ist eher so ein allgemeiner Umgang der westlichen Nationen mit den arabischen Ländern und auch diese teilweise sehr islamfeindliche Grundhaltung in einigen Ländern. Und das ist eigentlich eher das große Problem. Und ich denke, dieses Video ist halt nur eine Ursache und nicht das Problem an sich. Aber wenn es zur Folge hat, dass irgendwo in der Botschaft da Leute umkommen, aufgrund so eines Videos, das ist auch schon, das darf ja eigentlich nicht passieren, oder? Ich meine, das ist, selbst wenn das nur dann irgendwie das Tropfen, das sind fast zum Überlaufen gebracht hat, gewesen ist, das ist ja schon extrem und darf eigentlich nicht sein, oder? Natürlich darf das nicht sein und nicht passieren, aber das ist halt, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem, wenn dieses ganze Misstrauen gegenüber dem Islam und den ganzen Kulturen dort herrscht, dann fühlen sich die Leute natürlich von den westlichen Nationen ziemlich stark halt natürlich auch angegriffen. Und ich meine, wir hatten damals vor den arabischen Frühling, wo Leute einfach danach geschrien haben, mehr Demokratie, eine demokratische Teilhabe und mit Gleichberechtigung, auch nach den ganzen Rechten, die wir ja auch haben. Und jetzt sehen sie halt einfach, dass das den westlichen Nationen, wo sie halt irgendwie dachten, sie hätten Verbündete, ist halt auch irgendwie auch diese Islamkritik dabei. Und das passt bei denen nicht zusammen. Also das ist ein schwelender Konflikt, der da ist in der Gesellschaft. Und das kann man halt einfach, muss man halt anders begegnen, das Ganze. Aber das Internet ist ja nun mal weltweit. Aber die ganze Welt ist ja nun mal nicht gleich, sagen wir mal, auf gleichem Level, was Aufklärung angeht, was gesellschaftliche Entwicklung anbelangt und plötzlich stellt man was ins Netz und andere Völker nehmen es halt komplett falsch auf oder anders auf oder können es nicht richtig einordnen, wenn es irgendwie Humor ist oder irgendwie Ironie. Wie soll man da verantwortlich mit umgehen? Muss es nicht Regeln geben fürs Internet, für die Nutzung des Internets? Natürlich muss es da auch Regeln geben, aber ich meine, das ist eine Meinungsäußerung und das ist halt ein ganz großes Problem. Ich meine, diese Meinung, die da entstanden ist, ist eine Meinung, die sehr viele Menschen teilen, wie ich schon meinte. Das ist ein ganz großes Problem. Und dass diese Meinung auch so gepusht wird, das ist ja das Problem. Und dass auch Leute dann ernsthaft diese Meinung wirklich so vertreten und sie nicht einfach das Ganze vernünftig reflektieren oder auch irgendwie mal ihre Scheuklappen ablegen und sich da halt auch irgendwie mal mit dem Islam oder den Menschen dort auseinandersetzen. Das ist ja das Problem. Und auf der anderen Seite gibt es auch tausende Videos, die da halt genau das machen. Also es gibt ja auch Aufklärung im Internet. Und das ist keine strafbare Handlung, was er da gemacht hat. Also zumindest nicht in den USA, auch in Deutschland nicht. Von da ist es halt auch schwierig, dem zu entgegnen. Man muss, es ist halt wieder ein gesellschaftlicher Prozess. Man muss diese Diskussion eigentlich führen in der Gesellschaft, ob das so richtig ist. Das ist ja auch euer Thema sozusagen, jeder darf frei entscheiden. Ich glaube, ihr habt keinen Fraktionsvorsitzenden jetzt im Landtag. Was ist das für ein Symbol? Wir müssen einen Fraktionsvorsitzenden im Landtag haben, das sind Regularien. Ach, wer ist das bei euch denn? Das ist der Patrick Breyer. Aber das heißt, es ist ja schon so, dass es nicht so sein soll bei euch, der Fraktionsvorsitzende hebt die Hand bei einer Entscheidung und alle
machen das brav. Das heißt, wie kommt das bei euch zur Entscheidung? Im Prinzip setzen wir uns alle mit den Anträgen auseinander. Natürlich ist es halt auch in gewissem Maße ein Vertrauensaspekt. Also ich kann mir nicht einfach jeden Bildungsantrag so im Detail durcharbeiten, dass ich da mir wirklich bis aufs letzte Blickwinkel alles beleuchten kann und davon nicht entscheiden. Und von daher vertraue ich auch schon teilweise gewissermaßen auf die Meinung zum Beispiel von Sven, der diese ganzen Bildungssachen bearbeitet. Also man muss natürlich auch ein gewisses Vertrauen haben. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass Svens Meinung zu einem Punkt halt total gegen meine Meinung steht, dann kann ich auch anders abstimmen und meine eigene Meinung vertreten. Jetzt bei Parteitagen ist es doch auch so, dass da oft ein bisschen Durcheinander herrscht, ne, weil das ein Haufen von Individualisten ist, wie du auch schon sagst. Das sind Leute, die auch nicht sich so schnell mal fügen bei irgendeiner Meinung, sondern dann auch eher querreden. Ist das nicht ein total langer Weg dann zur Entscheidung? Ich glaube, du warst erst noch nicht so richtig auf Parteitagen von uns. Also so schlimm ist das gar nicht. Und zweitens, was man so hört eben. Ja, was man so hört. Aber man muss auch so sehen, Basisdemokratie ist auch anstrengend. Wenn viele Leute mitreden wollen, viele Leute mitdiskutieren werden, dann dauert das lang und dann ist das auch ein langwieriger Prozess, der auch manchmal auch anstrengend ist. Aber das ist ein Prozess, der notwendig ist, den wir auch für wichtig erhalten. Also dann muss man halt einfach auch durch. Und alles muss gestreamt werden? Idealerweise, ja, für die Leute, die das halt einfach auch nicht... also von zu Hause auch betrachten können. Ich meine, gerade so in einer Partei, die wirklich netzaffin ist, ist ganz wichtig, damit auch Leute, die von weiter weg und nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel dahin zu fahren, auch mit das Ganze mitbekommen können und auch wirklich nachvollziehbar ist. Das ist eigentlich eine Nachvollziehbarkeit. Transparenz, ganz wichtig, streamen. Jetzt ist aber die Frage, gibt es aus der Sicht der Piraten auch Entscheidungen oder Gespräche, die zur Entscheidung führen, die nicht gestreamt werden sollen? Wo ist da die Grenze? Oder muss wirklich alles gestreamt werden? Also das ist ja, wo setzt ihr da einen Cut? Wir machen eigentlich eine ganz klare Grenze. Wir haben zum Beispiel jetzt unser ganzes Personal angestellt und online, um halt auch um diesen Personendatenschutz zu wahren, haben wir natürlich diesen ganzen Entscheidungsprozess natürlich nicht gestreamt veröffentlicht. Weil es geht halt, wir haben viele Bewerber gehabt und wenn wir alle diese ganzen Bewerber natürlich öffentlich gemacht hätten, mit deren Stärken und Schwächen das öffentlich ausgebreitet haben, das ist ein absolutes No-Go. Das ist eigentlich der Schutz der Person einfach wichtiger. Zum Beispiel, oder wenn es einfach, es gibt da natürlich klare Auflagen vom Landtag. Wenn's aber das sind ja so Entscheidungen, sag ich mal, die sind jetzt gesellschaftlich nicht so wichtig, welche Angestellten ihr habt. Ne? Ja, aber bei welchen wichtigen Entscheidungen kann es vielleicht mal sinnvoll sein, das nicht zu streamen? Gibt es klare Regeln, wenn es halt einfach entweder staatssicherheitsrelevant ist, wenn es halt irgendwie darum geht, ob man, keine Ahnung, jetzt irgendwie welche in Geheimdienste irgendwie Terroranschläge für möglich erachten, zum Beispiel. Das sind natürlich Situationen, wo einfach das Interesse der Sicherheit des Staates natürlich irgendwie wichtiger sein muss in Deutschland. Aber solche Extremsituationen, wo schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, das wird nicht funktionieren, wenn man das streamt oder wenn man viele da entscheiden lassen möchte, oder? Ja, da gibt es durchaus Situationen, wo es halt einfach nicht klappt, so schnell eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, das beste Beispiel, wir haben auch ein ganz großes Problem zum Beispiel im Bundestag jetzt mit dem ISM, dass eine schnelle Entscheidung getroffen werden müssen und da leidet einfach auch die Demokratie drunter. Das ist nicht gut. Also wir müssen auch gewissermaßen auch diese Entscheidungsprozesse ein bisschen entschleunigen. Aber wie gesagt, in gewissen Situationen muss man auch einfach entscheiden, weil es einfach, man kann da einfach nicht warten. Und das muss man sehr individuell betrachten. Man kann einfach nicht generell sagen, okay, das mache ich jetzt da nicht. Aber eigentlich ist es genau da wichtig, wo einfach Sicherheitsinteressen berührt werden, wo einfach die Folgen, wenn das veröffentlicht wird, einfach so maßgeblich schwierig oder schlimm sind, dann sollte man das auch nicht machen. Aber wichtig ist, dass natürlich Entscheidungsprozesse und politische Prozesse transparent und nachvollziehbar sind. Also dass man halt einfach nicht diese ganze Hinterzimmergeklüngel hat oder dass man auch wirklich sieht, warum hat derjenige so entschieden. Das ist das Wichtige. Aber bei manchen Entscheidungen ist es ja durchaus, kommt es ja auch auf die Charaktere drauf an, die dort diskutieren. Es ist ja auch wichtig, charismatische Leute, die gut miteinander können, kommen relativ schnell zu guten Entscheidungen, gut in Anführungsstrichen. Das liegt ja oft an dem Charakter sozusagen. Ist das nicht manchmal wichtiger, dass das dann auch vertraulich ist? In der Politik nicht, würde ich sagen. Ich meine, in der Politik, ich meine, ich bin Abgeordneter, ich sitze da für das Volk, für die Bürger da. Und die Bürger haben mich da reingewählt und die Bürger haben auch ein berechtigtes Interesse oder berechtigtes Recht darauf zu erfahren, was ich in deren Namen mache. Und von daher sehe ich dieses Recht auf Vertraulichkeit da halt einfach geringfügiger. Also ich finde eigentlich das Recht des Bürgers, halt einfach auch diese Dinge nachvollziehen zu können, ist viel wichtiger, als dass ich vertraulich arbeite. Und ich glaube, diese Gespräche, die du da angesprochen hast, ich glaube, das hat mit Vertraulichkeit relativ wenig zu tun. Ich kann doch genauso Entscheidungen treffen, wenn ich sie zum Beispiel öffentlich mache, diese Prozesse dazu. Gut,
vielleicht zum Schluss. Wir sind ja hier im schönen Lessingbad. Hast du Erinnerungen? Warst du hier mal schwimmen? Nee, ich bin kein Kieler. Ich komme ursprünglich aus Kiel. Von daher war ich noch nie hier. Das heißt, du wohnst in Rendsburg. Wie oft bist du in Kiel zum Arbeiten? Ist das jetzt, welchen Platz hat Kiel in deinem Herzen? Ich bin so gut wie jeden Tag hier in Kiel. Immer am Pendel? Ja, das sind ja nur 30 Kilometer ungefähr, die ich fahre jeden Tag. Also in einer Strecke, das ist recht noch machbar, ist kein Problem. In der Piratenpartei wechseln ja oft die Positionen und Vorstand geht und kommt. Wie ist das bei dir? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wie soll es weitergehen? Also in 5 Jahren, wenn die Legislaturperiode vorbei ist. Also im Moment denke ich darüber nach, einfach zu studieren nochmal, meine eigene Bildung noch fortzuentwickeln und dann mal schauen. Also ich habe da für 5 Jahre noch keinen Plan gemacht. Wie soll es mit der Piratenpartei weitergehen? Im Moment sieht es ja so umfragemäßig, geht das ja schon ein bisschen in den Keller. Was ist da los? Wie soll das weitergehen? Ich glaube, das ist einfach ein natürlicher Prozess. Also eine Partei verändert sich natürlich sehr stark, wenn sie natürlich Erfolg hat und in Parlamente kommt. Das zieht A natürlich Leute an, die halt irgendwie Trittbettfahrer sind und meinen, sich jetzt irgendwie zu profilieren und irgendwie ein Pöstchen abbekommen. Das ist natürlich irgendwie schon schwierig. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich erstmal die Situation gewöhnen, dass man wirklich jetzt auch Realpolitik macht und nicht einfach nur theoretisch von außen beobachtet, sondern wirklich auch Entscheidungen treffen muss. Und das verändert natürlich die Partei sehr stark an sich. Kommt ihr nächstes Jahr in den Bundestag? Ich denke ja. Mit wie viel Prozent? Ich denke mal 6-7% werden das werden. Hat mich gefreut. Okay, alles klar. Dankeschön.